Jo Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück bei Zocken mit Frau. Wir zocken weiter One Piece Pirate Warriors 3 und sind bei Kapitel 3, Episode 2, die Piraten versus die CP9. Ja, wen spiele ich denn? Ich spiele mal Zauber. Machen wir nochmal hier ein bisschen Berry-Wachstum. Haben wir noch ein bisschen was? Münzen verwenden wir auch mal. Ja, das ist ganz gut. Segel setzen. Uisch. Ja, Piraten gegen die CP9 spielt sich auf wie hieß die Insel denn jetzt? Robin und Frankie waren Enies Lobby. Ja, genau, Enies Lobby. Auf Enies Lobby ab. Bedeutet, nach dieser Runde können wir mit Ruffy auch Gear 2 einsetzen. Und dann geht er richtig ab die Post. Ich muss zwischendurch mal X drücken. Ich bin leicht verpeilt, Leute. Wir laufen das Feld nicht zu stark auf. Weil im Moment ist ein bisschen stressig mit wenig Schlaf und so. Und langen Nächten. Und ich bin auch gefühlt vor 2 Minuten erst aufgestanden. Was lachst du? Ja, und dann bin ich gerade aufgestanden, oder ich wurde ja geweckt. Und dann durfte ich mich direkt auf meinen Hocker hocken und mich vor die Playsy schmeißen, die schon an war, wo das Spiel schon gewechselt war, wo alles schon tutti war, das Aufnahmeprogramm war auch schon gestartet. Also ich werde jetzt sogar schon genötigt zu zocken. Die Frau ist heiß, also aufs Zocken. Nein, auch so, aber wir kommen hier nicht voran, weil der nur am Quatschen ist. Ich höre mich auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen heißer an, ne? Nö, nee, gar nicht. Also, ich habe wenig geschrieben oder so. Ja, ich hatte nämlich gestern noch Klassentreffen gehabt. Ein 10-jähriges. Und dann waren wir noch ein bisschen in Disse. ja, und wie das da nun mal ist, ist da halt laute Musik. Ist ja logisch. Und naja, dann muss man ein bisschen rumbrüllen, wenn man sich unterhalten möchte. Was ist er? Ja. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Dafür der Geiz. So ging ja gestern den ganzen Tag. Ah, du hast dich echt nicht verändert. Was bist du? So. Bist du sicher? Dann gehe ich mal woanders hin. Ja, Enies Lobby. Wir müssen jetzt erstmal links und rechts die beiden Territorien einnehmen, damit wir die Brücke herunterlassen, die Zugbrücke. Und dann können wir. Und dann müssen wir die gute Robin befreien. Hä?
Ja, das ist kein Wunder, dass der nicht das macht, was du machen willst. Du willst jemanden verprügeln, drückst aber X. Das hat kein Wunder. Enis Lobby war eigentlich recht fett. Ich sag mal, das war das erste Mal, dass Ruffy der Weltregierung nämlich ziemlich an die Karre gepisst hat. Zwar nicht das letzte Mal, aber das erste Mal. Und dadurch ist natürlich Ruffys Kopfgeld auch sofort gestiegen. Genauso wie von dem Rest der Strohbande. Und ich glaube, spätestens nach Enis Lobby ist der gute Frankie auch in die Strohbande reingegangen. Gejoint. Hier waren auch wieder viele Schatzereignisse, die wirklich auf Zeit gingen. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Schnellen Weg, okay, na, ich habe nämlich mein Dings an. Ich habe hier mein. Ja, genau, den habe ich auch an. Warte, ich muss, genau, du musst. Ach nee, das war das. ich sag ja, genau, ich muss, du musst, genau. So. Nein, ich muss hier, jetzt kann ich mich gerade wieder daran erinnern, ich glaube, ich werde gerade wach. ich muss, genau da muss ich hin, ich muss jetzt zur Ecki. Was denn? Ich muss mich halt zwischendurch noch ein bisschen sammeln. Nachdenken und so. Denken war ja sowieso noch nie so ganz meine Stärke. Jetzt dann direkt am frühen Morgen soll funktionieren. So. Ja, 12:30 ist am frühen Morgen. Und zwar hätten wir jetzt mal drauf achten müssen, von wegen, dass vielleicht einer den Sanji nimmt. Und einer Zorro. Wie ja. Ja, meinst du, das wusste ich vorher? Fällt mir jetzt das wieder ein. Also, ich muss nämlich zu dem Eki. Zu der Giraffe. Nein, muss ich nicht. So, und dann müsste nämlich der Sanji. Der muss zu dem Wolf. Zu Eckbert, oder wie er heißt. Der ist einfach mal Eckbert. Ja, und dann haben wir. Ja, denn mir ist jetzt gerade wieder eingefallen, wo ich mir die Karte hier angeguckt habe. Da habe ich mal drüber nachgedacht, was war hier denn nochmal? War nämlich irgendwas Spezielles.
Der Typ, warum ist er denn so flink heute? Wo habe ich ihn jetzt? Schon? Ich glaube ich. Ach, der hat ja noch ein halbes Life. Ey. Ich hab gerade gedacht, der ist fast tot. Den werde ich machen, ne? Hörst du? Hab ich den jetzt auch schon kaputt gemacht? Der hatte doch noch voll viel AP. Ich werde angefüßelt. Das ist sexuell. Ach, bist du des Wahnsinns? Ich weiß doch nicht, warum der auf einmal tot war. Der hat eigentlich noch voll viel Leben. Ich weiß nicht, vielleicht sterben die Leute gleichzeitig. Wir müssen da jetzt da oben gehen, warte, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt war. Ich glaube, da kommen wir so noch gar nicht hin. Weil da die Tür nicht fit ist. Aber ne, ist eigentlich ganz gut, dass du mit Ruffy spielst. Weil, du musst mit Ruffy. Guck mal, ob wir da oben schon zum leuchtenden Fragezeichen kommen. Ich glaube zwar nicht, aber. Weil Ruffy war auch wegen dem Schatzereignis drin. Wegen muss gegen den Lucky spielen und den auch. Genau, gegen den. Und du musst da auch mit dem ultimativen rum. Den musst du mit dem Spezialangriff wegkloppen, oder? Mit dem Spezialangriff musst du ihn weghauen. Den da! Wo laberst du, Alter? Bist du gesoffen? Mit dem, keine Ahnung, wenn man den Spezialangriff gerade macht, aber mit dem. Mit dem. Boah. R2. Gar nicht wahr, Kreis. Warte mal, ich weiß gar nicht. Ja, klar, Kreis. Pfeife. Ich weiß nicht. Ich hab die Bloodborne-Steuerung geschehen. Ja, genau. Genau, mit Kreis musst du den noch testen. Habe ich da eine Kiste gehabt? Und hier ist dann Schinken. Benutze den aber noch nicht, ne? Weil damit kannst du dann besser in den letzten Rest gehen. Ja. Warum leuchtet er denn da unten? Ach so, und der heilt sich. Pfeife auch nicht mehr.
gerade mit seiner scheiß Fingerpistole. Da ist halt eine Katze, ne? Der war noch in den Sack gehen, haut die auch ab. Ist ja logisch. Wir haben uns gestern, oder die Idioten haben sich gestern beim Tastentreffen Fotos von ihren Muschis angeguckt. Ja, sag ich doch. Von ihren Muschis. Aber die hatten Katzen, die hatten Kinder. Aber die haben trotzdem die Muschis gezeigt. Was denn? Dann habe ich zu mir gesagt von mir, ey, geht, hast du da Nacktfotos gemacht? What? Wie ich? Nee, ja, weil du, nee, keine Ahnung. Was soll das denn für ein Spruch jetzt gewesen sein? Wieso haben wir denn jetzt verkackt? Immer die Buschis, ne? Die versauen immer alles. Ja, gut, machen wir das nochmal neu. Ja, komm, laber nicht, halt deine Fresse. Ich glaube, wir haben verloren, weil du zu lange gebraucht hast, um den kaputt zu hauen. Aber ist auch. Drück mal X da jetzt hier. Nicht wieder hin, ich will. Das ist aber auch Latte, weil ich glaube, das Schatzereignis müsste jetzt eigentlich da. Ne, ist auch nicht da. Aber gut. Ich habe auch keinen Bock mehr, um links zu zocken. Ich spiel Sonic jetzt mal auf. Keine Münzen für den. Wer zurück? Sicher bist du jetzt wieder von vorne. Und zu langsam warst. Ja, alles. Wieso? Ach. Ja, so haben wir mal eben was verkackt. Aber ich sag mal, das ist auch so ziemlich die einzige Möglichkeit, in dem Spiel, sag ich mal, einen Level zu vergeigen, wenn man die Gegner oder ähnliches nicht schnell genug kaputt kriegt oder mit Zeitevents. Weil gestorben bin ich, glaube ich, wirklich fast noch nie. Ich glaube, ganz zum Schluss kann man wohl mal sterben gegen die richtig dicken Dudes. Die können einen zwischendurch kaputt kloppen, aber ich glaube, sonst kann man eigentlich nicht sterben. Dann kann man nur die. Sag schnell. Durch Zeitevents die Level verkacken. So wie wir gerade. Ne? Sagen wir, wir wollten dann einfach mal zeigen, wie das auch aussieht, wenn man mal verliert. Ne? Man kann verlieren, muss es aber nicht. Deswegen machen wir das jetzt nicht mehr, das war jetzt nur einmal, um zu zeigen, wie es dann aussehen würde. Um diese Game-Over-Szene mit in der Aufnahme reinzubekommen. Glück. Deswegen habe ich mir dann gerade so insgeheim gedacht und halt leise den Gedanken gehabt, von wem kommen jetzt verrückst du mal. Vergeigst du mal die Aufnahme. Denn das muss ich ja auch mal zeigen. Geh direkt nach links und rechts. Also nach rechts, ich bin links. Warte, du bist rechts? Und dann als Pole. Scheiß Rassist, ey. Polnischer Rassist. Ja, der Sanji, der gefällt mir jetzt wieder gut, weil jetzt mittlerweile kann ich den seine Kombos. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt kann der den selber erst. Der schlechte Manierenkick. Der ist nämlich mega gut, um viele Gegner auszuschalten. Und vielleicht Klasse A ist auch cool. Ja,
So. Ja, Westturm, Wächter. Tentorium eingenommen. Ja. Wir haben ein bisschen Gas gemacht. Haben wir noch mal ein bisschen Geld. 300 Berry ist ja nichts. Was haben wir denn mit 300 Berry? Ist fertig? Schöne Freund unter der Map. Und der Seil hat jetzt anders. So, den kloppen wir jetzt mal ordentlich auf die Mütze und dann sehen wir mal zu, ob wir dann den Muki diesmal vernünftig machen. Ich nehme mich überhaupt nicht mehr, wenn du jetzt einen Anzug trägst. Ich habe selber einen Anzug. Ja. Aber an sich, ne, finde ich lustig. Zwischendurch, wenn ich da so manche Kombos mache, ne, hat der Sanji genauso lange Beine wie Ruffy, wenn der seine Angriffe macht. So, jetzt muss ich diesmal dann halt, weil ich der Sanji bin, zu dem Wolf. Hä? Der Wolf ist noch nicht da. Achso, die müssen jetzt mal anstehen. Da ist der Wolf. Jetzt hauen wir den bösen Wolf mal aufs Maul. Wie heißt der denn? Also er hat No Jabura. Jabura ist er. Wie läuft's denn von hin? Hast du schon öfter gemacht, ne? Nee, ich hab noch gar nicht gefrühstückt. Ja, Kaffeefrühstück. So. Kaffeekippe. Ja, dann Handwerkerfrühstück. Kaffeekippe, ich muss gleich mal scheißen. Das ist das Resultat aus beiden. Ja, wenn man Kaffee und Kippe hat, dann muss man scheißen. Das ist goldene Handwerkerregel. Das ist immer, wenn es wieder auf Montage abläuft. Steh auf, geh in die Küche, hol mir einen Kaffee, setz mich raus, paff mir eine, geh scheißen. Und dann fahren wir los. Immer dasselbe. Nur das Problem ist, wenn man mit drei Leuten dann auf Montage ist und alle den gleichen Rhythmus haben, dann sitzt immer einer im Stinken. Und wenn sie alle hintereinander kacken, ne? Der erste hat Glück, deswegen prügeln wir uns meistens, wer der erste ist. Weil der andere sitzt dann in den, oder die anderen jeweiligen, sitzen dann im Mief der anderen. Ja, und vor allen Dingen der Rentner. Wenn der scheißt, Alter, stinkt das, Junge. Das stinkt, ey. Ist aber die wahre Worte, du. Ach, komm hier. Ja, du musst mal da zu dem Ecki, da wo du hingehst. Zu dem eckigen Kopf musst du. Ich hab gedacht, da hast du schon eine Rede. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hier mit Englislami genau war. Aber ich meine, da kommst du sowieso noch nie zu hin, weil die ja irgendwie in dem Geheimgang langlaufen. Der Ecke ist hier. Ich glaube, mein Doppelgänger.
und jetzt muss mein ich da hoch retten. Mach mal das rote Gebiet, ich gehe mal da direkt hoch. Ja. Überspringen. Alter, das haben wir ja schon mal gesehen. So, jetzt haben wir den Ecke mal aufs Maul hier. Seh nichts, ich weiß gar nicht, ob ich den drin oder ist. Nein, wo ich denn hier so fassen? Hoffe ich zu halten kommen. Seit wann kann sich ein Leopard heilen? Ja, und die Kamera ist gerade mal mega geil. Voll ab. Es geht nicht, Junge. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Schon mal das Schatzereignis. Oder das ist jetzt das nächste. Ja, der Moment, oder hier im Anime, die Folgen mit Enies Lobby, die waren sehr, emotional. Weil die Robin halt, eigentlich schon mit ihrem Leben abgeschlossen hatte. Dann doch sehr gerne weiterleben will. So. War recht fett. Gib dir jetzt. Und ja, und Ruffy halt natürlich auch wieder eine Grenze überschritten hat und über sich hinausgewachsen ist. So. Und die Flying Lamp, die Strohhüte quasi gerettet hat. So, Gesundheit und SP waren jetzt beide Sachen, die ich sehr brauchte, weil ich voll AP hatte und voll SP hatte. So, jetzt haben wir die gute Robin befreit. Hier haben wir nochmal ein bisschen Angriff verstärken. Nein, da haben wir nochmal.
Jetzt müssen wir darauf warten, dass die anderen Dudes hier hochkommen. Ja, der Buster Call. Ganz üble Sache. Wobei ich mir denke, die könnten so 10 Schiffe eine ganze Insel kaputt machen. Hä? Ja, jetzt geht hier richtig Party ab. Buster Call, dann kommen 10 Kriegsschiffe der Marine und machen nur richtig Dampf. Und die haben so schon mal eine ganze Insel zerstört. Wobei ich mir denke, wie können. Aber die Kugeln in One Piece, die sind ja eh so ein bisschen komisch. Weil normalerweise schießen halt Piratenschiffe oder allgemein Schiffe von früher und so. Schießen mit Eisenkugeln. Und Eisen, wenn es irgendwo aufschlägt, macht zwar fett Aua, aber kann ja nicht explodieren. Das sind ja keine Sprengkugeln. Oh, das ist ja kein Sprengstoff. Aber im One Piece anscheinend schon. Und dann wäre es auch halbwegs logisch, dass man mit 10 Kriegsschiffen halt eine ganze Insel zerstören kann. In Schwierigkeiten müssen wir mal die Dudes hier hochholen. Mach du mal da oben ruhig, da war schon wieder alles frei. Ich gehe hier runter. Nur die anderen Dudes. Achso, jetzt gehen wir irgendwie auch noch einen anderen Weg, glaube ich. Warum nicht genau ausruhen, weißt du? Wie blöd ich bin, ne? Oh Mann, bin ich blöd. So, lass ich jetzt mal. So, also die Kombo finde ich mit am geilsten, schlechte Manieren Kick. Oder ich glaube der schlechte Manieren Kick, so hieß er. Ja. Kick Menü. Den finde ich ist mit die geilste Kombo von Sanji. Weil die in diesem Zeitmoment, in dem Moment, wo wir jetzt sind. Weil der kriegt ja nach und nach immer bessere Kombos. Und jetzt im Moment finde ich, ist das mit die geilste Kombo von dem. Irgendwie haben die sich hier gerade so verteilt, ne? Hätte schon voll schlecht sehen können, dass es wer wo ist oder was das jetzt Feind war, das Freund. So, aber jetzt müsste man eigentlich geschafft haben. Ja, Sieg. Ja, Leute. Nach der kleinen Ungereimtheit, sag ich mal, dass wir eine Niederlage erfahren haben, haben wir es jetzt dann letztendlich doch geschafft. Ja, jetzt wird die gute Fleisch gelenkt, verbrannt. Das war so traurig. Mary war nur nie doch hasiren, to dante sarte ta hune da. Was ist da wakisch ja ne da? Osan, jabe, Mary da jabe, wo. Zanto ich schon die Tabiste kita nagama nan da, yo. Saki wo. Dattara mo nemura se te yare. Ore wa ima kiseki wo mite. もう限界な長年船大工をやってるが
俺たちがウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どうも。そんなことないさ。決別の時は男の別れだ。涙も一つもあってはいけない。 みんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけどごめんつうなら、俺たちの方だぞ、メリー。俺ガチ下手だからよ。お前ホモ破ったことあるしよ。ゾロも三時もアホだからいろんなもん壊すしよ。 Der Lissop, der ertrinkt fast von seinen Tränen. Ja, und mit dieser Szene würden wir uns so langsam wieder verabschieden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns sehr gerne Bewertungen da lassen. Und dann würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, würde ich hoffen. Nein, jetzt habe ich die Münzen nicht verteilt. Egal. Ja. Speichern. Ja, dann würden wir uns in der nächsten Folge, würde ich hoffen, wiedersehen. Und da ist Faust der Liebe angesagt. Kapitel 3, Episode 3. Und damit würden wir uns verabschieden. Wir sagen bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute.